Fast. Fast haben wir es fertig. Wir müssen ein bisschen rund um die Handelskammer puzzeln. Wir müssen ein paar von diesen Tabakplantagen, die nicht viele Arbeitskräfte brauchen, woanders hinsetzen. Ein paar von den großen Fabriken hier umpuzzeln. Und dann sollten wir genug Zigarren produzieren für Crown Falls und können dann die benötigten fehlenden Investoren uns noch holen. Das kriegen wir alles hin. Das schaffen wir alles. Das heißt, hier die Tabakplantage, die mopsen wir uns. Wir haben hier unten Platz satt. Packen die einfach hier. Da kommt sie hin. Und sorgen hier für noch ein bisschen Platz. Das brauchen wir nicht zwingend. Das brauchen wir auch nicht. Die wird hier hingesetzt. Ja, alles gut. Das ziehen wir hier lang. Machen wir erstmal hier. Gucken wir uns dann später an. Hier kommt noch ein Stückchen weg, bitteschön. Das kommt noch weg. Das kommt noch weg. Das kommt noch weg. Das kommt noch weg. Das wollte ich nur abreißen. Hallo, bitte mal verschwinden. Jetzt. Ach, dann haben wir noch eine Zeile weg von dem Feld. Wenn schon, denn schon. Ach, das machen wir noch anders. Wir machen sogar noch eine weg. Wir können nämlich noch mehrere Plantagen der verschiedenen Typen dann hier hinsetzen. Wir denken mal was großzügiger. Hier geht's hin, Bananenplantagen. Die ziehen wir bis ans Ende hier. Bis hier hinten hin. So. Ein kleines Stückchen setzen wir noch dorthin. So. Jetzt setzen wir noch hier die Tabakfelder hin. Zweimal hier runter bis hier hin. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, jetzt brauchen wir noch weitere Tabakplantagen. Und dafür machen wir Folgendes. Hier klauen wir noch eine, die kommt hier hin. Und noch eine zweite. Die kommt dort hin. Hier unten sorgen wir auch für mehr Platz. Das ist die, wo wir die Felder unten rumlegen. Ja, klappt doch. Zauberhaft. Alles gut. Ich will dir mal ein, wir können das. Sieht doch aus wie Absicht. Als ob wir das nie anders geplant hätten als so. Noch eine Tabakplantage hier. Da geht's hier runter. Und hier hin. Und hier hin. Und so. Sehr schön. Jetzt schauen wir uns mal das Verhältnis zueinander an. Ich könnte mir vorstellen, wir bauen gleich mal sicherheitshalber noch eine Holzhütte irgendwo hin. Tabakplantagen 10, Kunstschreinereien 6. Also davon sollten wir noch. Wir brauchen noch
zwei Kunstschreinereien brauchen wir auf jeden Fall noch. Die wollten wir hier unten bauen. Und wenn wir eine hier hinsetzen, Handelskammer, super, und eine hier unten. Dann haben wir es. Ja. Arbeitskräfte geht, weil wir hier den Humaninkarnateur Nummer 9 eingesetzt haben. Wir haben lange nicht mehr die KI angeschleimt. Das machen wir mal schnell. Ich gebe sogar dem Karl Leonard ganz viel Geld, ganz viel Taschengeld. So, jetzt fehlen uns noch ganz viele. 6 Tabakplantagen fehlen uns noch, ne? 6 Stück. Die kriegen wir aber gebaut. Wir haben ja hinten, wir haben ja noch Platz da. Da müssen wir uns drum kümmern, denn da war, glaube ich, zuletzt schon mal irgendwo eine Explosion. Guck mal, jetzt geht nicht hier in der Nähe. Aber hier hinten, hier war noch, gab es noch mehrere Problemchen, glaube ich, hier. Haben wir noch andere Explosionen hier gehabt? Nein, nur hier. Na, das kriegen die schon hin. Das schaffen die. Aber noch eine, meine Tante Mimi. Ich habe sie gerade nicht gesehen. Dann will ich dir mal vertrauen, dass da wirklich eine war. Wo denn? Heim, Mörb, grüß dich. Wo war denn eine? Die können wir im Augenblick nicht löschen. Um die geht's nicht. Hast du woanders eine? Ach, da hinten. Alles klar. Tante Mimi, Augen wie ein Luchs. Respekt. Sehr gut gemacht. Kompliment an dich. Und wieder retour. Wo waren wir eben? Wir waren in der neuen Welt, genau. Wir wollten noch 4 Tabakplantagen bauen. Und dann kümmern wir uns um die vielen Investoren, damit wir vielleicht... Ich bin immer noch ehrgeizig. Bis 19 Uhr, es wird knapp, bis 19 Uhr unbedingt es hinzubekommen, dass wir eine Weltausstellung schaffen. Wir brauchen noch mehr Tabak. Wir bauen ganz fix hier noch ein paar Tabakfelder. Wir machen Folgendes, wir ziehen hier eine Straße rund. Ach, da ist ja schon die Straße, komm. Wir setzen hier noch ein wir haben hier noch ganz viel Holz, ne? Hier ist eine Lagerhalle. Sind ja keine Holz, doch, hier ist Holz. Holzverleute, Holzverleute, davon setzen wir noch welche. Die brauchen wir auch. Okay, gut. Da kann man mit arbeiten. Boah, sind ja viele Holzverleute. Wie viel Platz die wegnehmen, das ist ja nicht mehr feierlich. Eine noch hier hin. Das ist knapp. So unendlich viel Platz haben wir nicht hier. So, wo ist noch Platz für Tabak? Hier ist noch Platz für Tabak. Wir ziehen hier in die Ecke. Da ziehen wir noch eine Straße rauf. Ab hier. Hier ziehen wir die Straße raus bis zum Nirgendwo. Ja, so machen wir das. Hier geht die hin. Kann man die sehen überhaupt? Ja, Schnur gerade. Und jetzt? Ja, so geht's doch. Hier ist eine Straße, dann bauen wir hier noch ein Lagerhaus hin. Bauen eine Straße drumherum. Und setzen noch eine Tabakplantage. 4 Stück brauchen wir noch. 4 Tabakplantagen noch. Eine kommt. Hier hin. Eine kommt hier hin. Eine kommt dorthin. Eine kommt hier hin. Und wir hier oben die Ecke voll. Ja. Ist hier noch Platz überhaupt noch?
ist was, ne? Genau. Jetzt nehmen wir noch die hier. Da brauchen wir auch hier um die Ecke. Sehr schön. Bis zum Ende. Großartig. Und hier noch. Und drei Felder noch einmal, zweimal, dreimal. Und jetzt haben wir hier noch eine. Die bauen wir oben lang. Das hat schon mal nicht geklappt, aber so. Jetzt fängt es auch noch Regen an. Ich werde hier patschnass, Leute. Es regnet. Im tropischen Regenwald regnet es. Wer hätte das gedacht? Bis in die äußerste Ecke ziehen wir uns hier hoch. Die ganzen schönen Urwälder verschwinden im Nichts. Also im Regen verschwinden sie. Und hier auch noch einer. Wer sagt's denn? Zauberhaft. Sehr gut. Bestens. Und jetzt müsste alles okay sein. Jetzt haben wir 14 Tabakplantagen für Unmengen an Zigarren. Zwei, es fehlen immer noch zwei. Ich fasse es nicht. Immer noch zwei. Sag mal, Leute, es muss doch irgendwann gut sein. Eine hier. Eine stellen wir hier hin. Aber danach geht es Richtung Weltausstellung. Eine hier hin. Eine Straße hier lang. Platz, oder? Und na endlich! Jetzt müssen wir uns nur um die hier kümmern. Was hat die für ein Problem? Hat die gar überhaupt eine Straße? Habe ich dir eine Straße gegeben? Nein. Was war das gerade? Ach, die stand hier unten an der Straße und die hat die... Ach, ist das ärgerlich. Jetzt muss ich hier wieder hochziehen. Und die braucht die Straße hier oben hin. Jetzt haben wir es aber. Jetzt braucht die ihre Tabakfelder hier. Und hier oben. Und hier lang. Und hier lang. Und hier lang. Und hier lang. Und ist da noch Platz? Bitte, bitte, bitte. Ist hier noch... Das darf doch nicht wahr sein. Haben wir noch Platz? Ein paar wenige fehlen noch. Macht mich nicht fertig. Unfassbar. Das kriegen wir mal hin. Wir machen Folgendes. Wir tricksen hier nochmal kurz. Die kommen weg. Die kommen weg. Hier bauen wir an. Hier bauen wir an. Hier reißen wir ab. Hier bauen wir an. Hier geht's weiter. Hier um die Ecke. Ja!
für eine Puzzlei. Und jetzt füllen wir hier oben das Eckchen noch aus. Vier Stück fehlen noch. Ach komm, vier Stück. Da muss da irgendwie... Unfassbar. Jetzt müssen wir die Straßen noch hier unten umverlegen. Na, alles gut. Haben wir jetzt die benötigte Anzahl? Puh, puh, puh. 16 Tabakplantagen. 8 Kunstschreinereien. 4 Zigarrenmanufakturen. Ganz knapp geht es ja oben aus mit den Ombreros. Alles nur dank des humanen Inkarnateurs. Alles gut. Und jetzt müssen die ganzen Zigarren natürlich auch abtransportiert werden. Jetzt schauen wir mal, ob das Lager sich füllt oder ob das gute Zeug wirklich abtransportiert wird. Wie gut, dass ich diesmal aufgepasst habe. Zigarren ausgegangen. Oh, entschuldig. Was für eine obszöne Gäste, wie peinlich. Also ich sehe das Ganze anders. Politur. Das war poliert. Genau, wir wollten uns das Thema anschauen mit, ob jetzt auch alles abtransportiert wird. Zigarren vor Ort. So langsam entstehen die hier, denn sind die gerade abtransportiert worden, jede Wette. Wie sieht es aus mit den Grundstoffen dafür? Also das hier ist die Zigarrenmanufaktur, Holzfurniere keine da. Tabaklager füllt sich im Schneckentempo. Und in den Kunstschreinereien, Holz ist im Prinzip da. Holzfurniere kommen, glaube ich, über Zeit auch. Also es sollte in etwa so klappen. Wir setzen mal drauf, dass das funktioniert. Toi, toi, toi. Jetzt kann es allerdings sein, dass wir... Nee, das ist okay. Das sollte okay sein. So. Jetzt gehen wir mal... Ich hoffe... Ich war so lange nicht mehr mit euch in Cap Trelawney gucken und ich hoffe mal sehr, dass uns hier kein Debakel erwartet. Ich bin ein bisschen nervös. Wir haben die ganze Zeit hier die Insel einfach links liegen gelassen. Aber eigentlich ist das hier unsere Zielinsel. Das ist der Palast. Das ist die Weltausstellung. Die wollen wir bauen. Die fehlen uns noch. Ein paar Investoren. Jetzt gehen wir mal schauen, wie es mit der Versorgung der Investoren hier aussieht. Haben sie gar keine Zigarren da? Macht mich nicht fertig. Aber wir hatten doch ein Schiffchen hier hingeschickt. Die Tierpfleger schickt erstmal Schmuck hier hin. Okay. Und die Zigarren? Haben wir denn nirgendwo ein Zigarrenschiff? Schokolade haben wir in rauen Mengen hier. Okay. Die Sturmvogel. Oh. Wohngebäude plus 10. Versorgt. Einwohner sind versorgt mit Kaffee. Cool. Ich weiß schon, wo wir den hinschicken. Den stecken wir in das Rathaus, wo die Investoren sind. Das wird super, die versaufen den Kaffee. Uhrenwerkstätten produzieren... Oh, das ist alles zauberhaft. Das ist sehr gut. Also Uhrenwerkstätte und das Rathaus für die Ingenieure. Das schnappen wir uns jetzt mal. Schritt Nummer 1. Hier geht es hin. In das Rathaus für die Ingenieure. Und das ist... Dieses hier. Nee, das ist dieses für die Investoren. Das ist es. Hier haben wir drin mehr Geld, das ist okay, aber Geld ist nicht unser Hauptproblem. Auch mehr Geld und mehr Attraktivität, das ist schon noch besser. Das ist mir egal, dass die Banken kein Geld kosten, ist mir völlig schnuppe. Wenn ich jetzt hier reingehe, wenn wir jetzt gehen auf... Aber das war doch, wo sind die denn? Ach, die haben wir noch nicht abgeladen. Deshalb kann ich die nicht finden. Hier. Einmal abladen, bitte. Jetzt wieder hier rüber. Zu diesem schönen Rathaus hin.
zwar diesen hier, wo all die Investoren versorgt werden. Wir schnappen uns Eduardo, den Börsenmakler. Ist mir völlig egal, wie viel Geld das wir durch ihn gespart haben. Wohngebäude, Zufriedenheit plus 10, alle unsere Investoren und versorgt mit Kaffee. Und das ist super cool. Das hilft uns immens beim Kaffee. Da bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Das ist echt gut. Das ist zauberhaft. Und wen gibt's hier? Ein Handwerksmeister. So, das andere, das war ein neues Item für Uhren, ne? Uhren- und Goldwerkstätten und solche Geschichten. Und die haben wir da auch nebeneinander platziert. Und zwar hier. Hier stehen die alle. Einer hier. Wo sind die denn alle? Zwei Uhrenwerkstätten. Die sind alle wüst verteilt hier. Da unten sind zwei. Die stehen alle weit verteilt. Okay. Und wir haben hier eine Handelskammer. Oh, das nehmen wir unbedingt an. Hier werden einfach nur Bäckereien. Das ist auch klar. Und hier... Die Handelskammer spart einfach nur Arbeitskräfte. Großküche, okay. Und ihr spart... Oh, Zigarrenmanufakturen sind produktiver. Das ist eigentlich noch witziger als und spannender als die Mühle. Die könnten wir auch rüberschicken. Das mit der Mühle finde ich gar nicht so wichtig. Das sind 80% gespart an Arbeitskräften. Das sind die Bäckereien. Na, wo ist es denn? Wo ist denn unsere Handelskammer? Immer in der Mitte. Dann packen wir die hier hin. Dann lassen wir das mit den. Dann ist mir das mit den Mühlen plötzlich Schnuppe. Die Mühlen sind sowieso produktiv. Die packen wir ja hinten hin. Zack, kommt. Und hier nehmen wir als Item rein statt der Mühle. Konservenfabrik. Attraktivität plus 8. Produziert gelegentlich Gold, Waren, Uhrenwerkstatt und Goldschmiede. So. Und jetzt puzzeln wir mal um. Wer steht wo? Die Glashütte, die kann auch irgendwo stehen. Die ist mir egal. Die Glashütte packen wir hier hin. Dann nehmen wir noch die... Uhrenwerkstatt und Goldschmiede. Dann nehmen wir noch... Die Goldschmiede oder Goldschmelze, ne? Goldschmelze. Dann nehmen wir die noch rüber. Passt die da hin? Ja! Sehr schön. Dann haben wir noch eine, die steht hier unten. Lieber Daniel? Ja, lieber Marcel? Also 68% der Zuschauer, wir sind nicht mehr der Meinung, dass du bis 19 Uhr die Weltausstellung schaffst. Echt? Das ist ja schön, wenn das eigene Publikum an einen immer glaubt. Das macht einen echt Mut. Ganz zauberhaft. Und 22% sind sogar der Meinung, das wird gar nichts mehr. Das wird gar nichts mehr? Das... Also heute. Wie, das wird gar nichts mehr heute? Achso, ja, dass wir die nicht heute fertigstellen, oder? Genau, dass du mehr als die restlichen Stunden des Tages brauchst, um es zu schaffen. Das ist das Einzige, was wir noch nicht versorgt haben. Die Hochradwerkhalle. Die packen wir hier unten hin. Das packen wir dahin. Die stehen nebeneinander und die packen wir zum Beispiel hier hin. Jetzt müsste eigentlich alles gut passen. Oben auch. So. Zigarren? Ja, aber die sollten ja kommen. Wo sind die Zigarren denn alle? Ach, wir haben ein Item hier, Zigarrenproduktivität. Das mopsen wir nochmal. Das packen wir rüber. Wir nehmen eines unserer Luftschiffchen. Die Raubmöwe. Sagen ihr, nimm uns mal das Zigarren-Item mit. Zigarrenmanufaktur, Unterhaltskosten.
Nein, das ist ja sehr cool. Das nehmen wir rüber. Dann haben wir noch ein Item für Zigarren. Das war... Und noch ein Zigarren-Item hier. Da hatte ich da schon einen gesackt. Drei hier. Eins da hinten. Da war eins. Das sind, glaube ich, nur so Tierhofgeschichten. Mhm. Und das hier hat Kartoffelhöfe, Kartoffelhöfe. Im Komtor ist es doch. Okay. Zigarrenmanufaktur. Items. Die Arbeitskräfte können wir schon mal nehmen, das kann nie schaden. Was ist das denn? Wo ist das denn, Chat? Der grüne Mühlstein? Ah, danke. Danke euch. Nehmen wir die alle mit rüber. Genau. Einmal rüber Richtung Neue Welt. So. Jetzt machen wir doch ein paar Investoren mehr. Jetzt fuchst mich das. Wir gehen hier hin. Und vorsichtig... Erstmal vorsichtig erhöhen wir die Anzahl der Investoren. Geringfügig. Aber nicht zu sehr. Hier. Diese Reichweite. Die beiden packen wir uns dazu. Denn das ist die Gegend, wo die Investoren profitieren. Polizeiwache kann man da unten stellen. Und hier können wir auch noch ein paar andere hinstellen. Und holen uns hier noch ein paar von den Gebäuden hier rüber. Die können wir dann auch befördern. Hm. Die kommen alle hier rüber. Hoppla. Ja. Alle in Reichweite. Und die Säckkellerei, die muss da überhaupt gar nicht stehen. Aber sowas von gar nicht. Die kann auch hier stehen. Und was der hier macht, ist mir sowieso ein Rätsel. Den klauen wir mal und packen den mal woanders. Hier noch ein paar Upgrades. Das ist alles hier. Rathäuser und Investoren. Hier noch ein paar Investoren mehr. Achtung bei der Anzahl der Ingenieure. Und langsam füllt sich das. Den Handwerkern können wir auch noch ein paar Upgrades durchführen, aber sehr vorsichtig. Wir wollen es ja nicht übertreiben. So, jetzt fliegen wir noch mal rüber in die neue Welt und schauen uns da noch mal die Zigarren an, weil das fuchst mich ein bisschen.
Was ich übrigens immer wieder erlebe, ist, dass mal Leute während des Streams Twitch-Nachrichten schicken. Fast kein Stream vergeht dann. Das ist sehr ulkig, weil ich gucke natürlich, es ist nicht böse gemeint, das ist lieb gemeint, aber ich kann dann nicht während des Streams Twitch-Nachrichten aufrufen. Persönliche Nachrichten, also. Weil ich rede ja nicht. In dem Fall haben wir jetzt 400 Zuschauer knapp und das geht ja dann nicht. So, wie sieht es hier aus vor Ort mit den Zigarren? Nimmt immer weniger ab. Das hängt aber wahrscheinlich mit den Transporten zusammen. Was mich jetzt sehr interessiert ist, wahrscheinlich läuft der Transport einfach gut, ne? Die Raubmöwe bringt gerade die Items rüber. Vielleicht haben wir auch zu viele Zigarren hierhin transportiert. Das würde ich uns zutrauen. Hier liefern wir die Rohmaterialien ab. Und schauen mal, ob hier eventuell zu viele... Nein! Nein! Hier sind die ganzen Zigarren, die wir drüben brauchen. In rauen Mengen. Ich fasse es nicht. Was für eine Frechheit. Unfassbar. Dann wollen wir ein bisschen umladen. Dann nehmen wir uns hier den Stachelrochen und laden einmal um hier in die Mitte rein. Ist zu weit weg, das gibt's doch gar nicht. So, das hat aber geklappt. Ist ins Wasser gefallen, macht mich nicht fertig. Nein, hier, ach, hier wollen Leute mit. Vizeadmirante Gonsalves. Sind die immer noch? Es muss doch möglich sein, die hier rüber zu schieben. So. Zu weit weg, weil du in der Luft. Ach, ich habe die Perspektive. Die hat getäuscht. Jetzt sollte es aber gehen. Ja. Jetzt nehmen wir uns den Stachelrochen und laden. Zigarren ein. Das reicht, komm. Wir müssen hier halt mal kurz ohne Zigarren. Ach komm, ich will hier nicht alles wegnehmen. Sagen wir mal so. Damit geht's jetzt rüber. Wir gucken aber kurz, ob wir drüben noch was anderes brauchen. Mal schauen. Was haben wir denn alles vor Ort hier? Zigarren werden benötigt und sonst vielleicht ein paar Brillen, vielleicht ein paar Hochräder. Brillen, Hochräder, Glühbirnen. Haben wir denn davon genug hier? Brillen? Ja, kann man machen. Hochräder? Kann man machen. Glühbirnen könnte man auch machen. Jetzt schicken wir erstmal die rüber. Dann nehmen wir uns noch ein dickes Schiffchen, wie den Big Boss oder wie den Condor. Nehmen wir den Condor. Machen den auch voll mit diesen Köstlichkeiten. Haben wir ja so viel davon. Und das ganze gute Zeug, das schicken wir jetzt rüber nach Cap Trelawney. Und hier wiederum vor Ort. In Cap Trelawney wird es so langsam was mit unserer Weltausstellung. So, ich mache nochmal einen Cut in der Aufzeichnung auf YouTube und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht im Endspurt... Ob wir das noch hinbekommen, mal schauen.